Name ist Joanna Al-Samarai. Ich bin eine der Studenten vom Next Kassel Projekt. Wir befinden uns hier in der Karlskirche in Kassel auf der Session vom Projekt Next Kassel. Sie sehen hier in der Kirche sind die über 450 Ideen ausgestellt, die wir in den letzten 3,5 Monaten von den Kasseler Bürgern gesammelt haben. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, wir haben eine Internetseite über Facebook und auf verschiedenen anderen Aktionen konnten uns die Kasseler Bürger ihre Ideen für ihr Kassel von morgen sagen und mitteilen. Und hier auf der Session sind diese ausgestellt. Man kann sich die ansehen. Wir haben einen Report, in dem alle Ideen in gedruckter Form zu finden sind. Außerdem kann man hier sein Next Kassel von morgen bauen. Darum geht es hier. Also wir wollen aus diesen 450 Ideen die beliebtesten Ideen herausfinden. Und das machen die Kasseler, wenn sie hierher kommen. Sie sagen uns, das sind meine Top-Ideen und können sie außerdem in einem kleinen Modell bauen. Das sehen wir hier im Hintergrund, die großen Bastelstationen und Dinge, wo man das bauen kann. Ja, hallo, Julian Petrin von der Universität Kassel, Gastprofessor für Stadtmanagement im Bereich Stadtplanung dort, lehrend und forschend. Und wir sind hier bei Next Kassel bei der ersten Session und wir haben 440 Ideen gesammelt von Bürgern. Die Studierenden haben das gemacht im Rahmen eines Studienprojekts, das sich eben Next Kassel nennt. Die Idee ist es, ein öffentliches Labor für die Stadt einzurichten, bei dem Bürger ihre Ideen selber auch zu Projekten machen können langfristig. Und wir haben in diesem Semester gestartet mit dem großen Sammeln der Ideen. Wie gesagt, 440 Ideen haben wir schon gesammelt an ganz unterschiedlichen Orten und da sind ganz, ganz unterschiedliche Themen auch draus geworden. Im nächsten Semester geht es eben vertieft an die Orte und an die Themen ran, die von vielen Bürgern nachgefragt wurden in diesem ersten halben Jahr. Wo wir sagen, okay, gucken wir uns mal die Sache mit den Fahrradwegen an. Was macht die Stadt da schon? Macht die Stadt ausreichend viel? Könnte man noch was anderes machen? Was machen andere Städte? Welche guten Ideen könnte man übertragen? Da geht es eigentlich darum, dann so kleine Projektvorschläge zu erarbeiten, die dann auf diese Bürgerwünsche reagieren. Und der Clou ist, dass wir das natürlich auch gemeinsam mit den Leuten machen wollen, die da aktiv waren in den Themen. Das heißt, das wird nicht so eine Hinterzimmernummer, sondern das wollen wir mit den Leuten gemeinsam machen. Auf nextkassel.de, da gibt es dann eine Zusammenfassung dieser Veranstaltung. Das wird ein Momentchen dauern, bis es drin ist. Aktuell, ganz aktuell sind wir bei, wo ist man? Bei Facebook natürlich. Und da gibt es eine eigene Seite von nextkassel. Da empfehle ich ruhig mal den Like-Button zu drücken. Passiert nichts Schlimmes und da kann man sich wirklich tagesaktuell informieren. Da gibt es eigentlich jeden Tag irgendwas Neues.